Und dann können wir so lange dranbleiben, und das ist so Kernstück des Restorative Circles Prozesses, bis die gesprochene Person sagt, genau, das wollte ich sagen. Und sich wirklich zu ihrer Zufriedenheit verstanden fühlt. Es war so spürbar, dass ganz viel Liebe in der Familie da ist. Und dass sie nur eben aus all diesen verschiedenen Gründen des Dinge zurückhaltens oder sich nicht verstanden fühlens und dadurch vielleicht auch so ein bisschen Groll sein, im Groll sein oder sich auch isoliert fühlens. Aber dann durch dieses Wochenende ist einfach diese Liebe für alle ganz spürbar geworden. Bei einigen Paaren war es tatsächlich in meiner Erfahrung so, dass es gereicht hat, dass wir in einer gemeinsamen Sitzung genau diesen Dialogfaden wiedergewoben haben. Und ihnen dann klar wurde, ah, okay, wir haben uns hier gerade verstrickt auf der Verletzung der ehemaligen Partner. Und deshalb konnten sie eine Entscheidung, die sie gemeinsam fürs Kind treffen wollten, nicht mit der Kraft und Achtsamkeit treffen, die sie eigentlich erhofft hatten.